So, tja, für mich ist das auch absolutes Neuland. Teflon Washer. Einiges drüber gelesen, soll viel, viel besser sein, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Deswegen, ja, probieren geht über studieren, einfach ausprobieren. Bestellt habe ich das Ganze bei Frank Richter. War schnell da, super. Ja, ich habe es noch nie gemacht. Muss es mir selber mal erstmal aneignen. Ich bin zwar nicht beides linkshänderig, aber ITler, also ich bin jetzt nicht der Technikfreak in Bezug auf ja, handwerkliche Sachen. Also im Prinzip soll das Ganze da ganz einfach sein. Man öffnet erstmal die Spule. Letztendlich liegen die Washer in dieser E-Spule drin. Hier gilt es, die vier Schräubchen zu lösen. Das sollte ich auch hinbekommen. Also fangen wir mal einfach an. Das wird schon nicht so schwierig sein. Eine Schraube lösen. Mir ist mal so eine, ja, von der Aerotechnium beim Öffnen des Bügelverschlusses eine ganze Feder weggeflogen. Und eine kleine Feder, so ungefähr 8 mm, kostet 15 € als Ersatzteil. Herzlichen Glückwunsch. Daher versuche ich das Ganze jetzt etwas vorsichtiger zu machen. So. Es gibt dazu auch ein Video von Frank Richter. Ja, ich fand es etwas schnell, schnell. Für jemanden, der sich damit auskennt, ist das mit Sicherheit eine einfache Sache. Aber wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht und ja, es ist wahrscheinlich auch einfach. Aber wir schauen uns das trotzdem mal an. So. Die Teflonscheiben sollen wartungsfrei sein. Bedeutet, es ist kein Fett nötig. Finde ich ganz toll, weil ja, was nimmt man da für ein Fett? Ist das auch wirklich das richtige Fett, was man da benutzt? Man weiß es nicht. Ne? Also, wie gesagt, mal so eine kleine Unterlage. Alles sehr ölig. So, was haben wir hier? Wir finden hier das Schreiben. So. Ja, das sieht ja interessant aus. Also es sind wirklich nur so Filzscheibchen. Ganz ehrlich, bei einer Rolle, die 500 € kostet, warum ist da sowas nicht schon drin? Das ist eigentlich traurig, oder? Jetzt mal ganz im Ernst, so eine popelige Filzscheibe, was soll sowas? Ich verstehe es nicht. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip ist es einfach, man ersetzt die, ja, die Filzscheiben durch die Teflonscheiben. Das bedeutet 3 pro E-Spule. Ich habe jetzt die unterste Filzscheibe entfernt und hier kleben wahrscheinlich die restlichen Filzscheiben drin in diesem Pulk hier. Wenn man sich das mal so anschauen mag, ich fokussiere das Ganze mal. Da klebt es drin. Full Devil. Okay. Ja. Deswegen mache ich jetzt mal die Kamera aus, reinige das mal anständig und dann geht's weiter. So, ich reinige jetzt erstmal hier die Fettreste, mache ich mal raus. Wie gesagt, auch nur Hörensagen. Daher, ich probiere es einfach, ich reinige das, mache das komplette Fett raus und dann schauen wir einfach mal, was sich da so tut. Also im Prinzip ja, mache ich das eigentlich ganz laienhaft. Soll man groß falsch machen, ne? Und wenn, werde ich es merken, wie mit der Feder. So. Was auch Fettreste hier rauskommen. Die Rollen sind neu, daher ist sie auch noch sehr, sehr sauber. Also daher, naja, habe ich nicht so viel zu reinigen. So, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, ist okay. Die Rolle ist sauber. Jetzt haben wir hier dieses, naja, okay, das ist dieses Filzscheibchen von ganz unten. Das bedeutet, hier sind die Teflon Washer. Allein Siebgedächtnis packe ich schon mal eine Teflonscheibe nach ganz unten. Zack. Sieht gut aus.
Scheint zu passen. Wackelt nicht. So. Und jetzt haben wir hier diese klebrige Angelegenheit. Das ist eine Metallplatte. Die reinige ich jetzt, aber das werde ich jetzt nicht aufnehmen. Das dauert dann zu lange. Doch dann langweilig. So, hier haben wir wieder eine Filzscheibe. Also das reinige ich jetzt erstmal und dann geht's weiter. Jetzt habe ich die schönen Teile hier gereinigt. Im Prinzip immer Filzscheibe, Platte, Filzscheibe, Metallplatte, Filzscheibe, Metallplatte. Hier habe ich jetzt schon eine Teflonscheibe dran. Als nächstes wäre dann diese hier dran. Die packe ich drauf. So, dann kommt wieder eine Teflonscheibe. Zack. Dann kommt wieder diese tolle Platte hier. Die wird hier so arretiert in diesen, ja, in diesen kleinen Spalten hier. Kann man nichts falsch machen. Zack. Und wieder Teflonscheibe, die letzte. Und jetzt kommt diese kleine Platte mit dem, mit der Nut, mit dieser Erwölbung nach unten. Zack. So. Und das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt kommt diese schöne Angelegenheit, die ich natürlich noch nicht sauber gemacht habe. Kommt dann da drauf. So. Sieht gut aus. Hier in dem Fall mit dem goldenen Rand nach unten. Zack. Sieht gut aus. So. Natürlich hier mit meinen zarten Händen hier so eine kleine Schraube rein zu manövrieren. So. Ist natürlich ins falsche Loch. So, ziehe ich das später fest. Was auf den Seiten gut hält, direkt kontern auf der anderen Seite. Der Magnetschraubenzieher wäre auf jeden Fall hilfreich hier. Das ist, ja, nicht gerade das hochwertigste Werkzeug hier. So. Dass es hier richtig arretiert wird. Zack. Das kann man auf der anderen Seite ein bisschen fester machen. So. Ich sage es das erste Mal, dass ich das hier mache. Lacht mich aus oder lasst es. Man will auch natürlich nichts kaputt machen, ne? Die Teile kosten ja auch ein paar Mark 50. So. Zack. Die letzte Schraube. Da bin ich mal gespannt, ob das so super ist. Ich habe keine Ahnung. Handfest drehen, nach fest kommt ab, sagt Opa immer. Zack. So, und schon ist es eigentlich erledigt hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das wird sich wahrscheinlich gleich richtig drehen, hoffe ich. Sieht ein bisschen krumm aus. Wir versuchen es einfach mal. So. Zack. Das sieht doch gut aus. Sah gut aus. Ja, man sollte das auf jeden Fall nicht so machen, wie ich es gemacht habe. Jetzt passt nämlich die Achse nicht da drauf. Man sieht das auch hier, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Ja. Erst einmal. Daher machen wir sie wieder auf. Super.
So, ich glaube, ich habe es falsch gemacht, weil die Bremse eigentlich gar nicht mehr ging. Also Schnur abziehen ging nicht mehr, selbst bei offener Bremse ohne Bremsdeckel. Ja, da habe ich wohl was falsch gemacht. Ich denke, ich habe einfach nur diesen guten Kameraden hier falsch reingelegt. Ich hatte ihn so rum mit der Nut quasi nach unten. Es muss aber wahrscheinlich nach oben. So, das ist jetzt mal das, was ich gesehen habe. Ja, wir schauen uns das mal an. Okay, Kommando zurück. Wie gesagt, ich mache es das erste Mal und das Video draußen beim Angeln von Frank fand ich jetzt zwar sehr nett, aber ja, mal eben kurz schnell hier einfach mal so und du. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss alles nochmal rauspolen hier, denn diese gute Scheibe kommt nämlich nach unten. Haha, habe ich jetzt bei der anderen Rolle gesehen. Hätte man vielleicht auch vorher schauen können. Aber gut. Daraus lernt man und ja, einfach ausprobieren. So, das bedeutet, okay, ich habe jetzt das angeschaut. Das muss jetzt nochmal raus. Zack. Natürlich die Schraube. So, dalle. Also, der hier, der gute hier, kommt nämlich nach oben. Hier, da ist er. Der kommt nach oben und der hier, der kommt direkt nach der Teflonscheibe. Jedenfalls ist es bei der Aerotechnium XSC der Fall. Also, plupp, reingeschmissen. Jetzt kommt wieder eine Teflonscheibe. Dann kommt die mit der Nut. Diese hier, so. Und zack, und jetzt wieder eine Teflonscheibe. Tada. So, die kommen wieder da rein. Zack. Und diese kommt als letztes oben drauf. Darauf achten, dass das auch die. Damit man die Achse auch gut durchbekommt. Tada. Super. Jetzt gehen wir hin. Schieben das gute Ding hier wieder. Zack, hier drunter. So, jetzt macht es auch einen anderen Eindruck. Also sitzt jetzt besser. Also jetzt scheint es gut zu funktionieren. So. Ach ja. Naja, aber muss man mal gemacht haben, damit man weiß, wovon die anderen da so immer reden, ne? Alle drin sind, ziehe ich die gut an, weil die waren echt bombenfest, als ich die aufgemacht habe. Ich meine bombenfest, dann meine ich bombenfest. So. Mal wieder unterbrochen worden. Die Frau ruft mitten im Video an. Super Timing. So, nachdem wir das jetzt, nachdem ich es zweimal falsch zusammengebaut habe, haha, ja, läuft es jetzt. Es ist jetzt schön. Ich mache jetzt mal auf die Rolle drauf und dann schauen wir mal, ob es jetzt besser ist, weil eben ging die Bremse verdammt schwer. Also da hätte kein. Eieiei, super, wie schön. Guck mal hier. Perfekt. Jetzt machen wir mal den Bremskopf drauf. Ei. Das ist zu. So. Jetzt können wir die Kameraeinstellung ein bisschen ändern, damit man hier ein bisschen mehr sieht. Achtung, 3, 2, 1, zack. Da-da-dam. So, da haben wir sie. Jetzt ist sie zu, brachial zu. Eine Viertelumdrehung, komplett auf. Wirklich auf. Jetzt mache ich sie. Das ist Drill. Drill-Einstellung. Zu. Also. Drilleinstellung, Freilauf. Echt super. Zu. Wirklich zu. Super. Also bin ich begeistert, wenn ich zweimal falsch eingebaut habe. Läuft super.
Tja, Leute, also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bei meinem ersten Versuch hier solche Scheiben zu wechseln, ist eigentlich wirklich sehr einfach. Man sollte sich wirklich vorher genau anschauen, wie man es auseinanderschraubt, damit man es auch so wieder zusammenschraubt, wie es auch wirklich war. Denn das war nämlich das anfängliche Problem. Und als ich dann die zweite Rolle geöffnet habe, war es dann klar, wo das Problem lag. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Ist wirklich super mit den Teflonscheiben. Hier nochmal vielleicht, das ist jetzt Freilauf. Eine ganz kleine Drehung, würde ich sagen, ist Drillmodus. Ist schon guter Drillmodus und nochmal ein kleines Stückchen ist zu. Also wirklich. Echt top, kann ich nur empfehlen. Ja, viel Spaß damit, falls ihr es auch selber versuchen wollt. Haut rein. Bye.